I'm coming home. Ben Mittelstädt ist da. Herzlich willkommen. Hallo. Ich freue mich sehr. Wie geht's dir? Ich freue mich auch. Mir geht es sehr gut. Bei diesem schönen, angenehmen Wetter draußen. Knapp 40 Grad in Berlin. Ah, super. Aber jetzt bist du gewöhnt. Du bist ja in diesem Jahr auch schon gut unterwegs gewesen. Und du hattest einen Urlaub, der lief nicht ganz so gut für deinen Rücken, ne? Ja, nicht nur für meinen Rücken. Also allgemein, ich hatte auch sehr mit dem Magen zu kämpfen. Ich war auf Bali. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass die Temperaturen, allgemein das Wetter dort, war wesentlich angenehmer. Als hier, also ich finde es hier wirklich, ja, es ist hier drückender. Also, und vor allem, du hattest halt überall Meer, wo du mal eben reinspringen kannst. Ja, und ihr hattet ja auch einen Pool, ne? Ja, genau, ja, genau. Und du hast irgendwie, glaube ich, ich weiß nicht, hast du eine Wette verloren, du bist nackt in den Pool gesprungen? Ja, ich hab mal aus Spaß in einem Livestream gesagt, ich wollte so ein bisschen so auf den Keks nehmen damit, ja, wenn das Bild 20.000 Likes bekommt, bla bla bla, dann springe ich nackt in den Pool und nimmer. Ich bin ja morgens wirklich immer gerne nackt schwimmen gegangen. Ich finde es sehr befreiend. Und jeweils das Bild hat 20.000 Likes bekommen. Und da dachte ich, gut, Wettschulden sind Ehrenschulden, mache ich. Ich stehe zu meinem Wort. Ja. Du hattest aber gehofft, keine 20.000 Klicks damit zu erreichen. Oder Likes, ich bin ja da etwas schmerzfreier. Also, war schön. Ich hätte es auch so gemacht wahrscheinlich. Du postest sehr viel, deswegen kriegt man sehr viel bei dir mit. Mhm. 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 Denkst du, wirst in 10 Jahren sagen, super so gewesen? Das habe ich mich auch schon mal gefragt, aber ich glaube, dass es mir in 10 Jahren egal sein wird. Das glaube ich auch. Ja, man soll nichts bereuen. Nee, na, das sowieso nicht. Deswegen, ja. Haben Leute schon zu dir gesagt, du wirst die ganzen Tattoos, wirst du eines Tages mal bereuen? Klar, das sind ja so Sprüche, die man als Tätowierter, glaube ich, immer hört. Allerdings ist dann auch so ein Standardspruch, den man zurücksagen kann, Alter, Haut sieht auch ohne Tattoos scheiße aus. Also, ich mache mir darüber auch gar keine Gedanken. Wer weiß, vielleicht sehen die ja bis dahin immer noch top aus, so in 50 Jahren. Klar, ich meine, warum nicht? Normalerweise Haut hängt ja genau, so runter. Genau, wenn nicht, dann kann man es, glaube ich, sogar noch nachtätowieren lassen. Geil, ja. Wenn dann mit 70 nochmal alles nochmal frisch rüber. Klar, irgendwann bist du auch schmerzbefreiter, glaube ich, wenn die Haut so ein bisschen nachlässt. Garantiert. Viele kennen dich natürlich aus Berlin Tag und Nacht. Du spielst dort den Jannis. Richtig. Und was ich besonders mag, ist deine Leichtigkeit beim Spiel. Das haben natürlich sehr viele bei Berlin Tag und Nacht. Ja. Das sind ja mehr Talents als Schauspieler. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt richtige Schauspieler dabei sind. Auf jeden Fall übertrieben talentierte Leute. Ja. Und ich habe da eine Szene von dir in Erinnerung. Du stehst in der Bar, irgendein Dude hält dir ein Messer. Das kam vor kurzem. Genau, hält dir ein Messer an den Hals und zwei andere Leute lösen die Situation auf sehr realistische Art und Weise und du gehst dann quasi 2 Schritte weiter. Die eine berührt dich an der Schulter und fragt dich, ist alles okay? Du brichst in dem Moment, ob alles okay ist? Fragst du das auch jemand, der gerade vom Auto angefahren wurde? Was stimmt mit euch nicht? Seid ihr jetzt Bonnie und Clyde oder was? Ja, ja. Das habe ich selber, den Spruch mit dem Auto habe ich selber reingebracht. Ich so, komm, der passt, ja. Sehr gut. Ja. Ist abgefahren. Das ist so eine schöne Leichtigkeit, ob es jetzt die ernsteren Sachen sind oder auch die etwas lustigeren Sachen. Ja. Eine andere Szene war, das war irgendwie, du hattest mit irgendeinem Mädel eine On-Off-Geschichte, dies, das, und sie hat aber irgendjemand anderen da. Ja. Und du hast so, oh, ist ja schon Zeit, dass du gehen musst. Oh, schade, dies, das. Ich mag das, dass du das so leicht spielst. Wie bereitest du dich darauf vor? Wir haben ja Drehbücher. Da, wo die Szenen halt drinstehen, wie sie ungefähr ablaufen sollen. Es wird uns jetzt kein 100%iger Text vorgegeben, wobei ich mich schon gerne an die Wörter, die dort geschrieben sind, auch gerne daran halte. Es ist uns selber überlassen, ob wir es vielleicht ein bisschen abwandeln. Ich halte mich sehr gerne dran, weil ich es lieber spiele. Und dahingegen, sobald wir die Bücher bekommen, lese ich mir erstmal durch und dann schaue ich immer mal wieder rüber, um einfach diese Sicherheit zu haben. Und dann gucke ich, okay, was würde dann noch passen, was könnte ich gut reinbringen, was wäre too much. Du musst halt immer so diese goldene Mitte finden. Nicht zu wenig und nicht zu viel. Und könntest du dir denn vorstellen, Schauspielerei richtig zu lernen? Ja, also ja. Wobei, also so richtig zu studieren, meinst du? Ja. Oder, ich habe mal, ich weiß nicht, oder gibt es das als Ausbildung? Nee, ich glaube auch nicht. naja, aber YouTube bietet ja auch sehr viel. Die bieten ja auch sehr viele Lernvideos. Aber Schauspieler so richtig, Deutschlands haben gerade so richtig studieren, weiß ich nicht.
Ich meine auch, dass sehr viele große Schauspieler das auch nicht ganz studiert haben. Also nicht, zumindest nicht zu Ende studiert haben. Ja, habe ich auch gehört. Ja. Also gerade die... Von denen man das eigentlich denkt. Ich glaube, ich will hier nichts Falsches sagen, aber ich glaube, Matthias Schweighöfer hat es auch nicht zu Ende gemacht. Also ich habe gehört, sowohl Tom Schilling als auch Moritz Bleibtreu. Ach. Also sie wurden ja beide in sehr jungen Jahren, haben die ja losgelegt. Ich weiß nicht, ob sie dann irgendwann nochmal tatsächlich das gelernt haben oder studiert haben. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube halt einfach, du brauchst irgendwo auch ein gewisses Talent dafür. Dich halt in Situationen oder gerade in verschiedene Emotionen hineinzufühlen, hineinzuversetzen und das dann auch halt glaubhaft rüberzubringen. Und war das schwer für dich? Ich hatte anfangs meine Probleme allerdings, weil es halt einfach ungewohnt war. Und sobald ich halt meine erste Story hatte, das war damals die Drogenstory, da hatte meine Rolle einen kleinen Drogenabsturz. Was Leichtes zum Einstieg. Ja, naja, da war ich schon ein bisschen, aber ab dem Zeitpunkt habe ich dann wirklich sozusagen, habe ich mich getraut, viel freier zu spielen. Also diese Story, die sie mir gegeben haben, das eine große Herausforderung war, die hat mir im Endeffekt gut geholfen, mein Spiel für mich sicherer zu gestalten. Und du hattest an deiner Seite die großartige Jessie Good. Ja. Die Eule mit den grünen Haaren. Ja, ich habe schon gesehen, sie war auch mal hier. Sie war auch hier, genau. Ja, und sie hat auch jetzt gerade ein neues Single draußen, Fall nach oben. Hast du sie mal gehört? Ich habe mal kurz reingehört. Noch nicht ganz. Dann weißt du ja, was zu tun ist. Ne? Ja, sofort. Jessie, es tut mir leid, aber Jessie weiß auch, glaube ich, dass ich gerade ein bisschen im Umzugsstress noch stecke und alles. Deswegen wird sie es mir, denke ich mal, verzeihen. Ich werde sofort reinhören, wenn ich zu Hause bin. Ich würde sagen, 3 Minuten sollten bei jedem Umzugsstress auch drin sein. Ja. Damals bei den ganzen Fans war ein großer Schockmoment, ne, dass sie gegangen ist. Ja, glaube ich. Wie war das für dich? Ihr habt ja sehr lange intensiv miteinander gespielt. Ja. Ihr hattet eine tolle Chemie. Ich muss zugeben, dass Jessie wirklich Jessie war wirklich einer meiner liebsten Kolleginnen einfach, weil es war so unkompliziert, mit ihr zu spielen. Wir waren absolut auf einer Wellenlänge, mega professionell. Ja. Und deswegen, wir hatten die eine Schlussszene, wo sie sozusagen gegangen ist, wo sie sich nochmal von Janis verabschiedet hat. Und da waren auch echte Tränen bei mir dabei. Ja. Also privat haben wir jetzt nicht unbedingt so viel zu tun, aber als Kollegin ist sie wirklich Gold wert. Und ihr habt ja auch visuell beide zusammen sehr, sehr gut was hergemacht. Ja, die Tattoos haben halt gut gepasst. Und du wusstest ja dann sicherlich auch schon rechtzeitig, okay, so ist der Plan, sie geht dann und dann weg und so würde es weitergehen. Hättest du dann die Möglichkeit zu sagen, wäre es nicht vielleicht cooler, wenn das und das und das passiert? Oder verlässt du dich völlig auf die Drehbuchautoren? Ich verlasse mich vollkommen auf die Drehbuchautoren, weil die machen einen super Job, die machen super Stories und das ist halt nicht mein Fachgebiet. Ich bin dafür da, um das, was sie mir geben, umzusetzen. Berlin Tag und Nacht gibt es mittlerweile unglaublich lange. Mhm. Die Leute glauben gar nicht, wie lange es das schon gibt. Wie lange gibt es schon? 8 Jahre jetzt inzwischen? Ich weiß es nicht, aber ewig. Ja. Also, weil immer du die Show guckst. Ja, ich verfolge es auch schon sehr lange. Wie sind die Leute damals auf dich zugekommen oder bist du zum Casting ganz normal? Es gab damals mal so einen Aufruf im Fernsehen nach Berlin Tag und Nacht, hey, wir suchen einen WG-Mitbewohner. Und damals war das ja alles noch sehr real. Damals habe ich auch noch gedacht, na, ist das echt oder nicht? Und dann habe ich mich einfach mal beworben. Das ist ja die Produktionsfirma Filmpool, bei der du dich bewirbst. Und da hatte ich ein ganz normales Casting und dann hat es auch gar nicht lange gedauert, wo ich schon eine Komparsenrolle bekommen habe. Und danach habe ich dann allerdings andere Formate gemacht, wie Anwälte im Einsatz und das war's. Irgendwann haben unglaublich viele andere Formate. Genau, also ich war mal bei Kinderquatsch mit Michael, ja. Wie alt warst du da? Da war ich 4. Haben deine Eltern das Material noch? Ja, aber auf Videokassette. Ich weiß nicht, wie ich das ändere. Man kann es irgendwie auf DVD spielen, glaube ich. Kannst alles irgendwie überballern. Aber ich kenne Kinderquatsch mit Michael. Ja, ich fand es Spaß gemacht. Ja. Fürchterlich. Ja, aber hast du noch Erinnerungen daran? Ja, voll, voll. Also, Michael Schanze, super netter Mensch. Ja, das stimmt. Und eigentlich sollte da DJ Ötzi als Stargast kommen. Allerdings hat er an dem Tag Migräne und dafür kam Chris Howland. Howland? Wer? Chris Howland. Ich hau mit meinem Hämmerchen das Sparschwein. Kennst du nicht? Einwelt-Hit. Ja, nee, ja. Ja, ah, Ötzi hätte den Pizza-Burger-Dings mit dem Song geschrieben. Das ist DJ Ötzi, ja. Genau, aber den hätte er dann wahrscheinlich zu der Zeit gesungen. Nee, damals war Ich bin so schön und ich auch so toll. Ich bin der Anton aus dir. Und ich wusste damals nicht, wann es sie zu Ende ist. Und habe einfach immer weiter gesungen. Und der Pianist auch immer weitergespielt. Ja, es war schon echt lustig. 12 Minuten später. Genau. Aber nochmal zu BTN. Jedenfalls haben die dann irgendwann angerufen, haben mich nochmal zu so einem Special-Casting eingeladen. Und dann ging es auch ganz ratzfatz, dass ich dann unterschrieben habe und dann war ich da. 2019 war generell ein sehr abgefahrenes Jahr für dich, oder? Oh ja. Oh ja. Und es ist wie jedes Jahr, dass ich sage, boah, dieses Jahr wird's. Ich sag jetzt schon, glaube ich, seit 3 Jahren, dass ich mit YouTube anfangen möchte. Oder ich möchte mich mehr in das Tätowieren klemmen und alles, aber irgendwie kommt immer irgendwas dazwischen. Was denn? Ja, so Private Stuff.
Dann. Ich möchte mich halt auch zu 1000% auf meinen Hauptberuf natürlich konzentrieren. Ist das das, was Antwort, du deinen Eltern oder? Auch sagst? Ja. Du bist mit Tim zusammen in die Öffentlichkeit getreten. Ja. Habt euch im gleichen Moment mit unterschiedlichen Bildern geoutet, dass ihr zusammen seid. Ja. Es war, glaube ich, für euch ein sehr abgefahrener Moment. Absolut. Wie muss ich mir das vorstellen? Also es gab ja wahrscheinlich den Punkt, an dem ihr überlegt habt, okay, wir machen das jetzt. Ja, es ist so, dass Tim und ich, wir waren 2 Jahre zusammen. Also wir haben es wirklich lange geheim gehalten, was uns auch jetzt im Nachhinein, was halt so makaber ist, weil so, es gibt ja wahrscheinlich, ich will jetzt niemandem was vorwerfen, es gibt da wahrscheinlich Paare in der Öffentlichkeit, die sowas nur spielen, damit man halt Publicity oder sonst was bekommt, was immer man sich dadurch erhofft. Und dann wurde es aber uns vorgeworfen, dass das gefaked ist, um diese Publicity zu bekommen, weil wir aber in Wahrheit das einfach nur für uns haben wollten. Und das haben wir auch 2 Jahre lang geschafft. Aber irgendwann war es dann so, es war so ein Monat, dass sich das so angefühlt hat, wie so ein Luftballon, der in einem steckt und einfach nur noch platzen möchte. Und Tim und ich haben uns unseren ersten gemeinsamen Urlaub gebucht auf Malle, ganz abgelegen von der Partyszene und alles. Und haben uns gesagt, ey, ganz ehrlich, wenn nicht jetzt, wann dann, lass uns das jetzt einfach machen. Und so ging es dann. Also es war eigentlich eher so eine spontane Entscheidung. Ja, aber es war im Nachhinein die beste Entscheidung. Dazu gehört so unglaublich viel Mut. Und aber man fühlt sich so unglaublich viel freier. Das ist wirklich wunderschön, ja. Und dann wart ihr wieder hier in Deutschland. Dann waren wir wieder in Deutschland, ja. Hat denn, wusste denn Produktion, Sender, irgendjemand, dass ihr das vorhabt? Also die Produktion war genauso überrascht wie wahrscheinlich jeder andere. Wir haben das wirklich komplett nur für uns gemacht. Was halt eigentlich jetzt nicht so doll ist. Man müsste immer eigentlich mit jemandem darüber reden. Gerade mit der Produktion oder sowas. Aber das Gute war wirklich, jeder hat darauf gut reagiert. Es, ich fand es auch niemand sehr schön. War anders. Es, davor hatten wir Angst, dass wir jetzt gerade auf Arbeit, weil wir da auch alle eher so ein familiäres Verhältnis haben, ja, nicht, dass wir jetzt anders behandelt werden, aber ganz im Gegenteil. Es war, als ob nie was gewesen wäre. Und auch von den Fans. Also es waren maximal 2% von den Kommentaren wirklich, ich sage jetzt mal dumm, weil die halt nicht mehr beleidigend waren. Es war dann einfach so, es war, ja, da war auch wenig. Es war wirklich... Das hat mir auch so viel Kraft gegeben, einfach gerade von unserer Community, diese Power, auch gerade junge Leute, also wo man eigentlich erwartet hätte, naja, die kennen sich da, vielleicht sind die da nicht so drin oder haben sich noch nicht damit so auseinandergesetzt, nicht wie reagieren die wohl auf etwas Ungewohntes, auf etwas Schockierendes, weil damit hätte man wahrscheinlich auch nicht gerechnet, aber sehr positiv überrascht worden und was einem, wie gesagt, sehr viel Power gegeben hat und auch heute noch. Und dann hat's aber geendet. Dann hat es geendet, ja. Aber es hatte nichts mit der Öffentlichkeit zu tun oder sonst was. Es ist halt, Tim und ich sind sehr emotionale, temperamentvolle Menschen. Und wir hatten natürlich immer mal unsere kleinen Streitigkeiten, so hier mal da. Und deswegen haben wir dann irgendwann gesagt, du pass auf. Vielleicht sollten wir mal einen kleinen Schritt zurückgehen, weil die Öffentlichkeit hat jetzt... Vielleicht doch in dem Sinne was zu tun, weil wir erstmal damit auch klarkommen mussten, erstmal mit uns klarkommen mussten. Es war ja nicht nur dieses Outing, dass wir zusammen waren, sondern auch, dass wir halt nicht heterosexuell sind. Und dazu sind wir noch in eine erste gemeinsame Wohnung gezogen. Tim startet gerade sein YouTube und deswegen ist auch, ja. Es war halt sehr viel auf einmal. Genau, genau. Wir kommen super gut klar miteinander, also. Und ja. Ihr habt dann noch ein Video zusammen gemacht. Ja. Also es gab ja erst einen Zeitpunkt, dann, ihr wart erst öfter mal zu sehen, habt auch da Videos zusammen gemacht, dann warst du nicht mehr so oft zu sehen. Und ja, ich habe mich erstmal zurückgezogen und ich musste auch erstmal komplett weg. Da hat mir Bali sehr, sehr gut getan, obwohl da manches schiefgelaufen ist, wie mein Rücken oder sowas. Aber trotzdem konnte ich meinen Kopf frei bekommen. Und das war auch das absolut Richtige. Tim war auch weg und wir waren beide in einem komplett neutralen Umfeld. Und eigentlich war geplant, dass ich ausziehe zu einem Kumpel nach Marzahn, aber dann war es mir halt doch ein bisschen zu weit weg. Und dadurch, dass wir jetzt nun mal gemeinsam in eine Wohnung gezogen sind, die groß genug ist, habe ich mir gedacht, du komm, pass auf, gute Lage, auch gerade wegen Arbeit, also ich komme erstmal wieder zurück. Du guckst, gute Lage, ja. Musst du doch auch einsehen. Ja, außerdem, meine Familie wohnt in Spandau, bis ich von Marzahn in Spandau bin. Deswegen habe ich gedacht, gut, mal schauen, aber wir kommen gut klar.
wie gesagt, wir haben genug Platz, um uns aus dem Weg zu gehen, falls mal ein bisschen Stress passieren sollte. Allerdings ist es bis jetzt noch nicht notwendig gewesen. Tim hat dann tatsächlich auch ein Q&A-Video gemacht, bei dem ihr euch beide nochmal dazu äußert. Am Ende dieses Videos gibt es das Fachwort ist Clipstrecke. Es gibt ein paar Ausschnitte von euch. Sehr schön gemacht. Sehr schön gemacht, sehr traurig. Ja, ich habe schon zu Tim gesagt, falls ich mal irgendwann gehen sollte, soll er das Video dafür machen. Das kann er echt. Also, ich habe auch wirklich sehr doll Pipi in den Augen gehabt, weil das sind so diese Momente einfach, die auch ich jetzt so im Nachhinein halt einfach, die man in dem Moment einfach nicht so wahrnimmt. Und wenn man die dann nochmal sieht, ich werde dann immer so diese Emotionen zurückgehauen einfach. Ja. Und wie schön das, auch wenn es nur über einen blöden Witz war, wie wir gelacht haben oder rumgealbert haben, das war schon einfach schön, ja. Das erste Video von euch gemeinsam hatte als Thumbnail, wie ihr euch küsst. Mhm. Im Video habt ihr euch nicht geküsst. Ja, ein bisschen Clickbait muss ja auch sein. Ja, aber bei dieser Clipstrecke, da küsst ihr euch. Genau. Ja. Ich muss auch zugeben, ich bin halt eigentlich auch eher, ich möchte ja auch YouTube machen, allerdings sehe ich das eher zum Entertainment. Ich mag lieber die Leute unterhalten und nicht zu viel von mir privat reinbringen. Da ist Tim anders, aber ist auch gut, ist halt sein Content so. Und deswegen wahrscheinlich hat er auch noch mehr von uns reingenommen, aber da bin ich manchmal, okay, komm, so. Da bin ich halt manchmal einer, der dann so ein bisschen auf die Bremse tritt. Klar. Manche Momente soll man halt auch einfach nur für sich haben. Ja. Rückblickend. 2 Jahre waren super. Dann habt ihr es rausgebracht und dann war es ungefähr einen Monat später vorbei. Würdest du heute sagen, lass es für uns bleiben? Mit dem Outing? Mhm. Habe ich schon sehr häufig drüber nachgedacht, auch gerade in der Trennung. Ich glaube, mir war es sogar noch ein Stück wichtiger, wie ich schon meinte, das alles eher privat zu lassen. Ich bin der Meinung, man muss sich nicht outen heutzutage. Das hat keinen zu interessieren. Aber jetzt rückwirkend, irgendwann ich habe es halt nun mal gemacht. Und ich muss rückwirkend sagen, dass es wirklich doch die beste Entscheidung war, weil ich halt einfach freier lebe. Ich habe diesen Druck nicht mehr im Magen und ich hätte wahrscheinlich ohne Tim noch so weitergelebt und das keinem gesagt. Ja, und Tim hat mir da auch noch diese Kraft gegeben, auch wenn ich manchmal dagegen war, aber im Endeffekt bin ich wirklich richtig froh, dass ich es gemacht habe. Ich glaube, ihr habt sehr vielen Leuten damit Mut gemacht. Das meine ich nämlich, weil ich habe dann irgendwann so in mir gehabt, ey komm, wenn ich es nicht für mich machen müsste, dann mache ich es wenigstens für andere, weil ich halt, wie gesagt, gesehen habe, wie schwer es mir fällt. Und ich möchte nicht, dass es anderen auch noch weiterhin so schwer fällt. Gerade nicht 2019. Ja, genau. Und es muss keinem mehr schwer fallen. Und ich bin sehr froh, dass es raus ist. Und wie gesagt, also ich habe jetzt nichts gehört, ey, du bist irgendwie anders. Oder ich habe auch von niemandem irgendwie ein anderes Verhalten mir gegenüber gemerkt. Ja. Sehr gut. Das Einzige, was genervt hat, war, die Leute haben andauernd euch vollgelabert, ihr sollt euch gefälligst in irgendeine sexuelle Schublade packen, ne? Ja. Ja. Wie nervig. Es ist eigentlich nicht nervig, es ist die Frequenz, die es nervig macht, weil es halt immer wieder das Gleiche ist. Allerdings ist es klar, damit muss man sich auseinandersetzen. Und meine Meinung ist, und das lege ich niemandem rein, dass die gleiche Meinung nehmen soll wie ich, aber ich finde einfach, dass dieses Benennen von der Sexualität diesen Unterschied macht. Damit differenziert man sich. Du bist schwul, du bist lesbisch, du bist bi, du bist hetero, was weiß ich. Sag doch einfach, entweder stehst du auf Männer oder stehst du auf Frauen. Und wenn, dann ich kann zum Beispiel jetzt nicht zu 100% sagen, ich werde nie wieder was mit einer Frau haben. Oder wenn ich mit einer Frau zusammen bin, ich werde nie wieder was mit einem Mann haben. Und natürlich kann man dann sagen, es ist bi, aber ich finde das alles Quatsch. Ich finde es auch unsinnig. Ich wurde auch noch nie gefragt, ob ich hetero bin. So. Weißt du, also wenn mich jemand fragt, auf was stehst du, dann sage ich auf einen Menschen. Der Charakter macht's und halt die Persönlichkeit, ich brauche Charisma. Und da ist mir egal, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Wenn ich mich verliebe, verliebe ich mich. Und ansonsten habe ich auch das Glück, wenn ich mal Single bin, kann ich, weißt du. Aus dem Vollen schöpfen, ne? Genau. Was planst du dieses Jahr noch? Machst du nochmal Urlaub? Ich habe eigentlich vor, nochmal in Urlaub zu fliegen. Ich bin allerdings noch nicht sicher, wohin. Zur Wahl stehen einmal Amsterdam, da war ich schon mal. Und mein Traum ist es einmal nach Island. Ich möchte unbedingt diesen schwarzen Strand sehen und wenn ich Glück habe, sogar die Polarlichter. Allerdings, die sieht man, glaube ich, erst im Winter, ne? Du kannst ja im Winter hin. Ja, ich habe jetzt, glaube ich, aber jetzt, ich kriege jetzt September, Oktober nochmal Urlaub. Im Winter wird es schwierig.
Aber wenn du überlegst, zu einem Ort, wo du unbedingt hin willst oder wo du schon mal warst, dann denke ich, sollte deine Wahl klar sein. Ja, hast auch recht. Allerdings ist Island auch ziemlich teuer. Soweit ich habe mal geguckt nach Flügen, schon hab ich. Allerdings zahle ich natürlich auch für einen Flug lieber viel mehr, wenn es der Umwelt gut tut. Wie lange willst du Berlin Tag und Nacht noch treu bleiben? Hast du da für dich selber so ein Datum oder so ein irgendwas im Kopf, was passiert, bei dem du sagst, okay, das war's, jetzt will ich nicht mehr, oder ist es einfach frei? Es ist frei. Es macht mir momentan noch sehr viel Spaß und darauf kommt es mir an. Ich mache es wegen dem Spaß und solange es mir noch Spaß macht, werde ich es weiterhin machen. Ich habe allerdings jetzt auch vor, was ich noch vorhabe dieses Jahr, nochmal zurück zu deiner Frage. Wirklich? Genau. Wie gesagt, mit YouTube möchte ich dieses Jahr wirklich endlich anfangen. Ich sag's seit 3 Jahren. Mach's doch einfach. Ja, ich weiß. Leg doch den Tag fest. Lass uns doch jetzt zusammen den Tag festlegen. An welchem Tag kommt denn dein erstes Video? Das ist Druck, nein. Ist es der 1. Oktober? Ist es der 1. November? Ist es der 1. Dezember? Ich habe überlegt, ich sag's seit 3 Jahren, wie gesagt. Der Anfang ist halt immer schwierig. Hast du irgendwelche Tipps für mich für den Anfang? Mein Tipp für dich wäre, mach das, worauf du Bock hast. Das sage ich, denke ich mir. Also schreib dir mal deine Top 5 auf, was du bei anderen Leuten cool findest, was sie machen und dann suchst du dir aus, worauf du Bock hast. Und dann probier das einfach mal. Singst du gerne? Ja, aber das kann ich nicht. Ist nicht schlimm. Ja. Wir fallen spontan 3 Künstler ein, die nicht singen können und verkaufen. Oh, ja. Ja, ich werde schauen. Ich werd versuchen. Aber lass uns trotzdem noch so einen Tag festlegen. Weil es ist das Geile, wenn du dem Universum nämlich sagst, an welchem Tag es losgeht, muss es ja so sein. Gut, dann sagen wir... Hast du nicht bald Geburtstag noch? Ich denke nämlich auch, guck mal, es ist Zufall, es ist Schicksal. Ich denke nämlich auch gerade meinen Geburtstag. Allerdings ist da ein Shooting für RTL 2. Das ist den Tag danach. Dann sagen wir den 20. Oktober. Okay. Ist ein Sonntag, wird mein erstes YouTube-Video hochgeladen. Super nice. Und du kannst ja jetzt hab ich Druck. All deine Fans und Follower fragen, was sie im ersten YouTube-Video sehen wollen. Du hast schon eine Umfrage gemacht auf Instagram, das heißt, du hast schon ein paar Tipps gesammelt. Ja. Mach doch eine Mischung. Eins, was du machen willst und eins, was sich gewünscht wurde und dann gehst du genau in die Mitte. Oder ich verbinde das einfach. Ja, 20. Oktober, ja? Ja, 20. Oktober, okay. Es ist fest. Wenn du jemanden an deiner Seite brauchst bei dem Video, gib mir ein Zeichen. Sehr gerne. Ich habe auch schon ich hab auch krasse Ideen. Allerdings habe ich das Gefühl, dass meine Ideen zu viel Qualität verlangen. Und das ist halt nicht mein Budget drin. Aber jeder hat ja mal, ich denke halt immer direkt 30 Ecken weiter. Aber denk nicht daran, die erste Ecke erstmal zu überwinden. Genau, Schritt 1 kommt immer vor dem 10. Und vergleich dich halt nicht mit Leuten, die bei Schritt 20 sind. Ja, genau. Egal, was du machst, es wird super, weil du bist dabei. Und guck mal, muss ich erst in die Web-Talkshow kommen, damit ich ein Datum festlege. Siehst du? Super. Ben, vielen Dank, dass du da warst. Ich hab zu danken. Du hast gleich noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Du wirst die beste Woche deines Lebens haben und bis zum nächsten Mal. Leute, der Klimawandel ist ein wahres Problem.